Geldprobleme, Krankheiten. Was ist denn nun der wahre Grund hinter Geldproblemen? Warum leidet der eine Mensch unter Durchfall und der andere Mensch unter Schlafproblemen? Ist das alles Zufall oder gibt es einen wahren Grund, warum es einem zufällt? Ich führe ein wunderbares Interview mit Joachim Schaffer-Suchomehl. Er ist Sprachexperte, Symboldeuter und Buchautor. Und er beschreibt ganz verständlich für dich, für uns, was das eben Sprache und Symbolik überall zu finden ist und dass es eben nicht der Willkür unterliegt. Wenn du also neugierig geworden bist und auch erfahren möchtest, ja, warum vielleicht auch du an Geldprobleme leidest, oder andere, dann bleib dran und wenn du dann weiterhören möchtest, es gibt noch ein zweites Interview mit Joachim, wo wir ganz explizit auf die Auswahl der Vornamen darüber sprechen, ja, also warum dein Vorname auch einen Grund hat. Es wird spannend, bleib dran und abonniere diesen Kanal, da würde ich mich darüber freuen und dann geht's jetzt auch los. Hallo Joachim. Schön, dich zu sprechen, wieder zu sprechen und das heute zu einem unfassbar spannenden Thema. Denn ich hatte ja schon den Genuss und durfte von dir gecoacht werden und du hast das auf eine ganz spannende Art und Weise gemacht. Du hast das anhand meines Namens gemacht und dadurch sehr, sehr viel über mich wissen dürfen und entsprechend erfragen dürfen und mir Unterstützung geben können. Deswegen, wir haben jetzt im Vorfeld schon mit uns drauf geeinigt, ich darf dich Symbolexperte nennen. Okay. Joachim, magst du mal für die Leute, die dich doch gar nicht kennen, mal erklären, was du und die Symbole miteinander gemeinsam haben? Wie kamst du auf die Symbolsprache? Was ist so dein Hintergrund? Ja, erstmal hallo Jutta, schön, dass wir... dass wir weitersprechen zu neuen Themen wie Symbolsprache, Buchstaben, Namensdeutungen. Ich bin Joachim, ich bin jetzt fast 70, aber auch das ist nur ein Symbol. Und Symbolarbeit ist das wichtigste Element im Coaching überhaupt. Ich arbeite als Coach seit 25, 30 Jahren. Und habe für mich auch als Relikt aus dem Studium die Symbolsprache wiederentdeckt. Ja, im Studium habe ich mich sehr intensiv mit C.G. Jung befasst. Er ist ja der Meister der Symboldeutungen. Und es gibt ein bekanntes Buch, der Albert Einstein zugeordnet wird. Problemraum ist nicht Lösungsraum. Ja, das heißt... wir können Probleme auf einer Ebene gar nicht lösen, sondern wir brauchen eine andere Ebene. Und diese andere Ebene ist die Welt der Symbole. Sprache, das klingt so kompliziert, ist es aber gar nicht, weil die Sprache ist ein Symbol. Ja, Buchstaben sind Symbole. Wir erkennen es nur nicht, weil wir es nicht gelernt haben, auf Symbole zu achten. Symbole zu erkennen. Ein I ist eine brennende Kerze, steht für Intuition. Ein O ist eine runde Sache, es steht für Gefühl. Es steht für Energiepool, Kreativität, Leidenschaft. Ja, da geht's rund. Das sind ganz einfache Symbole. Und Menschen, die sich mit Sprache befassen oder in der Lage sind, sprachlich gut zu differenzieren, die werden im Außen nicht so viele Differenzen haben, wie Menschen, die der Sprache nicht so, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht so mächtig sind. Ja, das bedeutet, Sprache ist eine Symbolebene, um zu erkennen, was auf einer anderen Ebene tatsächlich mit uns passiert. Und es gibt ein Beispiel, ich habe so ein kleines Raster entwickelt zu den drei Ebenen, den grundsätzlichen Ebenen, die es gibt: Körper, Geist und Seele. Ja, das sind die KGS. Diese drei Ebenen gibt es. Wenn ein,
wenn ein Mensch unter Durchfall leidet, und damit meine ich nicht, weil er jetzt mal was falsch gegessen hat und der Körper sich dem Ganzen entledigt, sondern da meine ich, dass einen chronischen Durchfall, ja, Dauerdurchfall. Ich habe festgestellt in meiner Arbeit, dass viele Führungskräfte, wenn ich so auf die 45, 50 zugehen, sehr oft unter Dauerdurchfall leiden. Und jetzt macht es nun keinen Sinn, ständig Medikamente, Medikament heißt ja Mitte, ja, um die Mitte wiederzufinden, Medikamente zu nehmen, um den Durchfall, der ein Symbol ist, ein Symptom ist, ein Symptom ist wieder ein Symbol, zu bekämpfen. Ja, Durchfall hat auf der geistigen Ebene die Angst, durchzufallen. Mhm. Also Menschen, die jetzt in starkem Stress sind, weil sie ständig erfolgreich sein müssen, weil sie sich keine Fehler erlauben dürfen, weil sie auf Dauerwachstum getrimmt sind, der Effizienzwahn in unserem Leben, dieses Nonstop, ja, selbst einschlafen, Handy liegt neben dem Kopfkissen, damit man auch ja nichts verpasst. Dieses Nonstop kann sehr schnell zu Durchfallerscheinungen führen. Das heißt, wenn wir die geistige Ebene, Angst durchzufallen, Angst nicht dabei zu sein, das sind ja alles Urängste, wenn wir die nicht bearbeiten, dann müssen wir auf der medizinischen Ebene mit Medikamenten hängen bleiben, aber können das Problem gar nicht lösen. Das heißt, je länger wir Medikamente nehmen, desto stärker wird der Durchfall sich zeigen und irgendwann können wir einfach die Schleusen gar nicht mehr zumachen. Ja. Das ist aber das Problem, das dann passiert. Ja. Auf geistlicher Ebene die Angst durchzufallen, die Lösung wäre, das Gefühl zu haben, dabei zu sein, seine Potenziale zu kennen, zu wissen, was man kann, akzeptiert zu sein, angenommen sein, das Wir-Gefühl, in einer Gemeinschaft sein. Das sind alles Dinge, die das Gegenteil von Angst sind. Ja, mhm. Angst kommt davon eng. Das heißt, wir werden durch dieses Ökonomie first, Geld, 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 regiert die Welt, werden wir immer enger. Und dadurch entstehen automatisch Ängste. Auf der seelischen Ebene ist es das Fallenlassen. Ja, wie leicht, wie schwer, kann sich jeder selber die Frage stellen, wie leicht, wie schwer fällt es uns, loszulassen, auszusieben, wegzulassen, auch Gedanken wegzulassen, Gedanken, die uns treiben. Also das Getriebensein geht ja voll in die Gedankenwelt mit hinein, dass wir von Gedanken getrieben sind, mhm. dass wir Schlafstörungen haben. Ja, und das hat alles mit diesem Nicht-Loslassen zu tun. Das ist, das erklärt, welche Kraft Symbole, auch welche Kraft Krankheiten haben. Ja, wenn wir uns auf einer anderen Ebene Corona anschauen. Ja, warte mal Corona, ganz kurz, Joachim. Ja. Du, ich finde das super, du gehst da richtig schon rein in die Materie, aber ich muss dich mal ganz kurz bremsen. Bremse mich gerne. Ja. Ich finde es großartig. Ich gucke schon mit Spannung zu. Aber kurz, um das nochmal zu wiederholen. Also es geht darum, dass wenn wir ein Problem haben, sei es auf körperlicher Ebene, dass wir, wie Albert Einstein sagt, eben das Problem nicht beim Problem lösen sollen, sondern auf einer anderen Ebene. Und es gibt eben die Dreifaltigkeit in uns, Körper, Geist und Seele. Und dass, wenn ein körperliches Symptom da ist, dass wir das doch bitte entweder auf der geistigen oder auf der seelischen Ebene lösen sollten. Am besten in allen dreien, weil wir sind eine Dreifaltigkeit. Ja, und das, genau. und diese Falten nicht wegmachen, das ist ganz wichtig. Ich kann es mal an einem anderen Beispiel erklären. Man nennt sie auch die Heilige Drei. Mhm. Ja, ein anderes Beispiel, wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, weil sie Geldprobleme haben,
ein Geldthema haben, dann macht ja kein Coaching und sagt, ja, dann musst du einfach deine Konten differenzieren und noch ein Privatkonto und ein Konto dafür und ein Konto dafür. Ja, Menschen, die jetzt richtig Geldprobleme haben, die haben schon mit einem Konto, sind sie schon überlastet und haben gar kein Geld mehr, noch andere Konten mit zu bedienen. Das ist die falsche Methode. Ja, weil Geldthemen, Geld steht wie Geldwert, steht für einen Wert auf der körperlichen, materiellen Ebene. Ja, auf der geistigen Ebene ist der Geldwert gleichzusetzen oder ist ein analoges System zum Selbstwert. Ja, das bedeutet, Menschen, die einen geringen Selbstwert entwickelt haben, werden in der Regel immer Geldthemen haben, Geldprobleme haben. Ja, Menschen, die das Thema Selbstwert durch ihre Erziehung mitgebracht haben, werden unter Umständen ein Leben lang mit diesem Thema auch kämpfen. Und wir können es nur auflösen, indem ein anderes Selbstwertgefühl entsteht. Und auf der seelischen Ebene, der höchsten Ebene, geht es natürlich um Werte und Wertigkeit, dass wir dem Geld nicht oder Geldstatussymbolen diese zu starke Wertigkeit geben. Mhm. Also das ist eine Möglichkeit, sehr gut zu differenzieren und zu lernen, Symbole für sich selbst zu deuten. Ja, auch seine eigene Krankheit. Mein Rüdiger Dahlke hat ja unglaublich viel dazu geschrieben, zu Krankheit als Symbol. Ja. Weil wenn wir die Symbolebene verstehen, dann haben wir es leichter im Leben. Symbolisch bedeutet, und das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, bedeutet Zusammengefügtes. Ein Symbol ist etwas Zusammengefügtes. Das heißt, wir können über das Symbol erkennen, wie die Dinge zusammengehören. Es gibt zwei Geister, die in uns arbeiten. Das ist einmal der symbolische Geist, der zusammenfügt und erkennen lässt. Und auf der anderen Seite der diabolische Geist. Diabolisch bedeutet auseinanderwerfen. Ja, im ganz Extrem haben wir dann Diabolo, den Teufel. Ja, die Zweiteilung. Ja, ich nehme das mal bitte nur als Symbol. Ich habe keine Angst vor dem Teufel. Und diabolisch bedeutet auseinanderwerfen, wie leicht fällt es mir, mich zu trennen. Das ganze Leben erfolgt über Zusammenkommen. Der Samen kommt in die Mutter, das Kind entsteht, ist ein Zusammenkommen. Mhm. Und dann geht es wieder um das Trennen. Die Nabelschnur muss durchtrennt werden. Ja, das ist ja so der Rhythmus des Lebens, des Allem. Ja, das Universum wird zusammen aktuell, jetzt wird es wieder auseinandergegeben. Genau, auseinandergegeben. So ist der Rhythmus. Und es fällt uns sehr schwer, uns frei, so frei zu fühlen, dass wir rechtzeitig trennen, rechtzeitig eine Partnerschaft verlassen, die einfach schon vielleicht 20 Jahre tot ist. Manche Paare können sich ja gar nicht mehr trennen, weil sie die Kraft nicht mehr haben. Ja? Das heißt auch, dass wir rechtzeitig eine Arbeitsstelle verlassen, wenn der Rahmen für unsere Entwicklung zu klein geworden ist. Mhm. Dass wir aussieben, was wir nicht mehr brauchen. Ich habe mit meiner Frau zusammen das Buch Die Macht der Sieben geschrieben. Dass wir, wo dargelegt wird, dass wir alle 7 Jahre uns neuen Themen widmen. Ja, das ist abgefahren. Dass wir nach einem, ja, nee, war wirklich, dass wir nach einem Jahr sieben uns trennen, dass wir bewusst bestimmte Dinge trennen. Das heißt, wenn wir lernen, das Aussieben lernen, wenn wir auf die 7 mal 7, 49 zukommen, die Zahl 7 selbst ist ein Symbol, steht für das Aussieben. Da gilt es dann ganz besonders, auszusieben, was wir nicht mehr brauchen. Weil sonst bekommen wir diese Kurve nicht. Und wir gehen mit 42, 49 schon viel zu früh
zurück und werden depressiv und die Mundwinkel gehen nicht nach oben, sondern nach unten. Ja? Mhm. Viele Menschen ziehen die Schleppe. Also das diabolische Prinzip hat mit Abgrenzen, Aussieben, Nein sagen, mit all diesen Phänomenen zu tun. Spannend. Ja, ich finde das mit diesen 7 Jahren, jede 7 Jahre entwickelt man sich neu oder geht man in eine bestimmte Richtung. Das ist so treffend. Also da bin ich richtig baff, als ich das beobachtet habe, auch in meinem Leben. Wie ich mit 28 auf einmal den Wandel gemacht habe und gemerkt habe, so nee, ich muss mich jetzt fokussieren auf ein bestimmtes Thema und mich dort vertiefen. Und das stimmte. Die Frage, die ich mich immer dann stelle, ist, wie du und deine Frau, wie seid ihr darauf gekommen? Also, das finde ich einfach absurd. Das ist nicht die leichteste Frage, wie sind wir darauf gekommen? Also ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Meine Frau, du hast sie ja gekannt, war auch sehr intuitiv und sehr, sehr spontan. Wir sind auf diesen Weg gekommen, hauptsächlich durch Schicksalsschläge, die in unserem Leben passiert sind, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten. Also der Tod meines Bruders, der sich mit 33 1984 das Leben genommen hat, der Tod meiner Schwägerin, also der Schwester meiner Frau, die ein halbes Jahr später sich das Leben genommen hat. All diese Trennungen, die passieren, führen dazu, dass wir uns auseinandersetzen müssen oder wir werden krank. Wenn wir die Symbolik nicht verstehen, was das für die Familie bedeutet, nicht erfahren, was wirklich passiert ist, dann wird uns das Negative runterziehen. Yeah. Wir brauchen ein positives Symbol, ein positives Bild. Ja, und ich finde das nämlich auch spannend mit der Symbolik. Also wir wollen ja heute über Symbolik sprechen, im Sinne von, welche Symbolik steht hinter den Buchstaben. Das ist ja das eigentliche Thema dieses Interviews. Und da stellt sich natürlich der Skeptiker die Frage, ja, aber das kann man sich doch ausdenken. Das kann doch dann auch irgendwie Selbstprophezeiung sein. Und am Ende kann man ja alles finden irgendwo in der Symbolik. Aber wenn man mal überlegt, das Alphabet oder generell alle Zeichen, Symbole, wurden aus der Stille kamen sie. Also ich weiß nicht, waren das die Ägypter? Ich weiß es nicht. Wer hat als erstes Buchstaben erfunden? Solche Fragen kannst du mich nicht stellen. Nee, worauf ich hinaus will ist. Habe ich mal gewusst, ich vergesse es immer sofort wieder. Es war jetzt auch keine direkte Frage an dich. Worauf ich hinaus will, ist, dass diese Symbolkraft, die kommt ja aus uns Menschen. Ja? Wir hatten eine bestimmte Idee und wollten sie in Symbolen ausdrücken, also haben wir Symbole gezeichnet und haben sie ausgesprochen. Ja, aber wenn wir heute auf die Welt kommen, dann wird uns quasi, wir sind still, wir können noch nicht sprechen oder schreiben, und dann wird uns eine Symbolsprache aufgedrückt und wir denken, sie kommt von außen, aber nein, eigentlich kommt sie kollektiv aus uns. Weil wir sind ja im Grunde der gleiche Geist wie die damalige, ich behaupte jetzt mal die Ägypter oder die Steinzeitmenschen, weil wer sie auch immer die Symbole erfunden hat. Kommt mir gerade so, ich wollte das mal kurz in den Raum werfen. Ja, und das ist das Entscheidende, dass die Symbole nichts von Menschen erdacht sind, sondern es sind die Verbindungen, die wir in die andere Welt haben. Wir sind ja in Anführungszeichen getrennt von der anderen Welt, vom Jenseits, vom Paradies, wie wir es auch immer nennen mögen. Da, wo die Intuition, finde ich auch, also ich bin ja stark mit der Intuition thematisch verbunden, da, wo die ganzen Impulse herkommen, man fragt sich mal, wo kam die Idee denn jetzt? Und so, kam so aus mir raus, von oben oder wo auch immer. Ja, das sind Impulse, Intuition heißt eine unmittelbare Betrachtung. Das heißt, dass wir über die Intuition und unsere Impulse mit den anderen Ebenen und Welten immer in Verbindung stehen. Wäre das nicht, es wäre der Wahnsinn. Also wir brauchen diese Verbindung. Und je mehr wir uns darin trainieren und die Aufmerksamkeit drauf legen, desto vielfältiger wird die Welt, wird das Leben.
Und wir werden unabhängig davon von irgendwelchen getrieben sein, was im Außen passiert, von Bewegungen, die uns nicht gut tun. Ja. Ja, ich kenne nur so viele Leute, die glauben einfach nicht an so eine andere Welt, außer der 3D-Welt, die physische. Und ich war ja auch eine lange Zeit lang, war ich eine Atheistin und habe einfach gesagt, nee, das gibt's alles nicht. Und nach dem Tod, da sind wir alles nichts. Das war so Anfang der 20er in meinem, ja. Und dann habe ich mich sehr viel mit Nahtod auseinandergesetzt und habe einfach festgestellt, warte mal, da muss es eine andere Ebene geben, eine andere Welt, die allwissend ist. Weil die Leute, die sind in der Nahtoderfahrung und danach kommen die so weise zurück. Da dachte ich mir so, das kann sich doch keiner ausdenken. Jutta, sich als Atheist zu bezeichnen, ist das beste Zeichen, besonders stark an Gott zu glauben. Weil sonst müsstest du dich ja nicht so gegen Gott wehren. Wenn es ihn gar nicht gibt, muss man sich ja dagegen gar nicht wehren. Mittlerweile wehre ich mich nicht mehr. Gut.